Vivekachudamani, Vers 554. Shankara schreibt: Lakshya lakshya gatim tyaktva yastishthet kevalatmana Shiva evam svayam sakshat ayam brahmavid uttama. Wer die bekannten und unbekannten Wege hin zurücklässt und im Wesen des Absoluten ruht als Selbst, ist wahrlich Shiva selbst, der höchste Kenner des Absoluten. Gati sind die Wege, und es gibt Lakshya, das heißt sichtbare, und Alakshya, das heißt unsichtbare Wege. Man könnte auch sagen, auf dieser Welt, und es gibt die Himmelswege, physische Welt, Astralwelt. Oder man könnte auch sagen, manche Menschen wollen materielle Besitztümer haben, das ist sichtbar. Andere wollen Reichtum und Ruhm haben, das erscheint unsichtbar. Aber all diese Wünsche lässt der Weise zurück. Tyaktva, er lässt zurück. Tyaj heißt aufgeben, so wie Tyaga, Entsagung. Und wer das alles hinter sich lässt, der ist der Kenner des Selbst. Er ist das Absolute, das einzige Selbst. Kevalatmana. Kevala heißt absolut, einzig oder auch natürlich. Und wer so ist, der hat das Selbst verwirklicht. Und er ist gewiss auch Shiva, das Göttliche. Shiva heißt auch das Gütige, das Liebevolle. Man könnte auch sagen, dieser Mensch ist wahrhaftig liebevoll und gütig, denn er braucht nichts. Er ist der vorzüglichste Uttama, Kenner des Absoluten, Brahmavid. Sei so wie dieser Brahmavid. Du brauchst auf der relativen Ebene nichts. Du brauchst weder sichtbare Dinge wie Reichtümer und Güter und schöne Kleidung, Autos, Smartphones, große Wohnungen, große, tolle Kleidung und so weiter, ein großes Büro, einen tollen Teppich, wunderbare Vorhänge, brauchst du alles nicht. Und du brauchst auch nichts Unsichtbares, also Ruhm und Ansehen und Lob und so weiter. Du bist das Unsterbliche Selbst, nichts von all dem brauchst du. Mache dich unabhängig von äußeren Dingen. Das heißt nicht, dass du nichts haben darfst, aber es heißt, dass du das nicht zur Richtschnur deines Handelns machst. So wie auch Jesus sagt, du kannst nur einem Herrn dienen, nicht Gott und dem Mammon. Diene nur Brahman. Sorge auch dafür, dass du hast, was du brauchst, um uneigennützig dienen zu können und um lernen zu können. Aber sei dir bewusst, brauchen tust du nichts.